Neubeginne im emotionalen Bereich stehen an. Wir haben den Neumond in den Fischen am 10.3. Und freu dich auf die kommende Zeit. Es wird sich ganz viel auflösen. Und wenn du das erste Mal hier gelandet bist, mein Name ist Wiebke Gottschalk. Ich bin spiritueller Coach, Yoga- und Reiki-Lehrerin und freue mich, dass du da bist, dass du hier zu mir gefunden hast. Ich bin zurzeit etwas erkältet, wie du sicherlich auch hören kannst. Und deswegen wollte ich dieses Video ein bisschen kürzer fassen, da meine Stimme noch nicht so gut wieder da ist. Und habe ein großes Blatt für uns gelegt für den 10.3. Ja, am Sonntag, am kommenden, wird das soweit sein. Und du kannst natürlich wieder meinen Neumond Wish Circle buchen. Der findet auch direkt am 10.3. statt. Da gibt es eine Energieübertragung. Und du kannst natürlich mir all deine Wünsche und Ziele schicken. Und ich mache immer an diesem Tag ein Neumondritual und übergebe alle Wünsche und Ziele von allen Teilnehmern an das Universum. Und das ist immer so schön, weil ja so viele Sachen zurückkommen und so viele Dinge sich erfüllen und wir einfach da Unterstützung haben vom Universum. Und ich arbeite heute nach dem Orakel nochmal mit dem Stab für das Wurzelchakra. Der ist im Moment auch im Angebot und auch aus gegebenem Anlass, weil wir ja den Neumond in den Fischen haben. Das heißt, es kann emotional so ein bisschen ja, schwierig werden, belastend vielleicht auch sein. Da wird sich einiges ändern. Es kann auch sein, dass nochmal alte Themen im emotionalen Bereich hochkommen werden. Und dazu brauchst du eben eine gute Erdung. Und ich werde nachher das Blatt nochmal ausgleichen und auch mit den drei Booster-Pyramiden nochmal für uns arbeiten. Und da darfst du dann auch dein Thema reinnehmen, deinen Herzenswunsch, den du aktuell hast, der wird hier dann auch nochmal energetisch bearbeitet werden. Und uns unterstützt auch noch der Diamant mit 528 Frequenz. Das steht ja auch für Wunder, ja, also ganz tolle Energie. Und auch die Amethystendruse wollte hier noch mit zu uns, eben auch wegen der ganzen Transformation, die aktuell so stattfindet. Und wir werden jetzt in jeden Lebensbereich mal so nach und nach reinschauen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Los geht's, und wenn ich im großen Blatt schaue, dann gucke ich immer, wo liegt die Aktivierungskarte, was ist jetzt dran? Und du siehst, ja, die hat sich hier oben hingelegt, und da haben wir auch das Herz, ja, das sind auch nochmal die Emotionen angezeigt, also Herzschmerzthemen können nochmal aktiv werden, Ängste können sich zeigen, die auch mit einem Herzensmenschen zusammenhängen, ja, vielleicht auch Verlustsängste können sich hier nochmal einstellen. Und Konflikte in Beziehungen werden hier nochmal sichtbar, dass du wirklich nochmal auch ja, vom Universum gefragt wirst, ne, was ist dein Weg? Bist du noch auf dem richtigen Weg? Wo möchtest du hin in deiner Beziehung? Ja, was darf sich da verändern? Ist da alles so, wie du dir das wünschst? Oder hast du vielleicht einen anderen Wunsch und ein anderes Ziel für deine Emotionen? Hier dürfen auf jeden Fall Verletzungen auch rausgehen. Verlass dich wirklich darauf, dass die Energien dich dabei mega gut unterstützen werden, wenn du eine schwierige Phase hast. Ist jetzt wirklich das Licht hier auf dem Neubeginn. Die Energie steht wirklich auf dem Neubeginn, ja. Und du wirst auch emotional wissen, in welche Richtung du gehen möchtest. Falls du unsicher warst in irgendeiner Beziehung, wird sich das jetzt auch um den Neumond immer besser rauskristallisieren, in welche Richtung du gehen willst. Und es kommt eine ganz große Klarheit rein und ganz viel neue positive Energie für dich. Und hier ist auch der Reiter in der Aktivierungskarte. Das heißt, es geht vorwärts. Dieser Neumond wird uns nach vorne bringen und uns auch ganz viele neue Türen öffnen, gerade auch natürlich im emotionalen Bereich, was das Thema Liebe angeht, ja, wird eine Klarheit reinkommen, aber auch in puncto Selbstständigkeit, ja, Beruf, Berufung, Selbstständigkeit ist hier wirklich ganz, ganz viel Neues angezeigt. Und wenn du gerade dabei bist, dich selbstständig zu machen oder einen neuen Job gestartet hast, dann ist es wirklich eine Zeit für dich, die magisch sein wird. Du wirst da ganz doll wachsen können, in die Sichtbarkeit gehen können und auch immer mehr in deine Mitte kommen und auch hier dein emotionaler Wachstum, überhaupt dein Wachstum, deine Stärke, deine Kraft kommt jetzt hier wirklich richtig raus und all das, was dich gehindert hat, wirklich nach vorne zu gehen, darf sich jetzt verabschieden und du kannst
nach vorne gehen, ja. Wichtig dafür ist, dass du deine Komfortzone verlässt und dich auf die Energien einlässt, die da sind. Du musst natürlich auch, oder du solltest, du musst gar nicht da bereit sein, neue Wege zu gehen. Vielleicht, wenn du merkst, irgendwie stehst du auf der Stelle, es funktioniert nicht so, öffne dich wirklich dafür, was anderes auszuprobieren, neue Dinge auszuprobieren, die hier super gut auch funktionieren werden. Ja, und auch hier liegt wieder der Sarg im Reiter, das heißt wirklich die Neubeginne, ne, wie hier. Es geht jetzt wirklich nach vorne. Und wenn das Jahr für dich jetzt so gestartet ist, dass vielleicht viele Herausforderungen da waren, viele Schwierigkeiten, wird sich das jetzt nach und nach auflösen und gegen Ende März, Anfang April geht das nochmal wirklich richtig nach vorne. Wir haben ja die Finsternisse dann auch nochmal Ende März, Anfang April. Mondfinsternis, Sonnenfinsternis, da können auch nochmal super viel auflösen. Also habt keine Angst vor den Finsternissen, sondern nutzt die wirklich, um den alten Ballast noch loszuwerden und dann nach vorne zu gehen. Ja, es geht jetzt wirklich darum, dein Mindset auf Neubeginn einzustellen, auf Kraft, die auch auf jeden Fall zu dir kommt. Ja, und wenn wir in Beziehung gucken, sind hier eben auch nochmal die Konflikte angezeigt, die über einen längeren Zeitraum schon sind, die Unklarheiten, die wirklich da waren. Und die werden jetzt erlöst durch Klarheit und, ne, gute Energien. Es geht da wirklich nach vorne in Beziehungen, also ist auch ein super gutes Zeichen. Falls du auch in so einer Dualseelengeschichte steckst, ist es jetzt wirklich auch wichtig, dass da eine Klarheit reinkommt und du solltest auch deinen Impulsen folgen. Da wird sich jetzt auch ganz viel verändern. Da wird es ganz viel Heilung reinkommen in diese Prozesse, dass du noch mehr eben in die Selbstliebe kommst und dadurch diese Sachen sich auflösen dürfen. Und eben, ja, das Glück wieder einziehen darf, die Freude wieder einziehen darf und die Freude dir auch treu bleibt. Ja, falls du da wirklich jetzt so ein bisschen auch immer mal wieder deprimiert warst, ja, gar nicht so richtig wusstest, warum, wieso, aber hier ist halt auch die Beziehung wieder angezeigt, ne, für diese Themen, dass dich das aus der Freude geholt hat. Und das wirst du jetzt auch nicht mehr so einfach zulassen, ja. Du kommst mehr in dein Selbstwertgefühl und wirst dich mehr auf die Beine stellen, auf die Füße stellen. Also du lässt es nicht mehr zu, dass dich jemand von deinem Thron so leicht runterholt, ja, aus deiner Freude bringt, weil du einfach immer mehr in deine Stabilität kommst. Im häuslichen Bereich steht für einige von euch auch ein Umzug an. Hier liegt auch ein neuer Vertrag. Vielleicht ändert sich auch dein Vertrag. Ja, vielleicht kommt da irgendwas auf dich zu, wo eine Veränderung ist, wo du vielleicht erstmal nicht so glücklich bist, aber dann wird sich das auch fügen. Hier liegen auch nochmal Konflikte dabei, Unklarheiten, was mit deiner häuslichen Situation ist. Aber da wird es dann auch weitergehen, wenn du eine Entscheidung getroffen hast. Ja, vielleicht konntest du dich noch nicht entscheiden, soll ich umziehen, soll ich nicht umziehen. Auch diese Klarheit kann jetzt reinkommen. Und wenn du in dieser Energie des Neumondes entscheidest, jetzt zum Beispiel umzuziehen, dann wird dich das auch nach vorne bringen. Und das wird ja leicht. Ja, es wird leichter werden. Vielleicht hast du dich da somit so richtig schwer getan und damit kommt dann die leichte Energie rein, auch eben hier im Häuslichen eine Veränderung reinzubringen, die dich dann wieder in die innere Harmonie führt. Weil wenn man in so einer häuslichen Situation ist, mit der man nicht so ganz glücklich ist, kann das natürlich auch Energie ziehen. Ja, vielleicht findest du dich da wieder und die darf jetzt auch wieder zu dir zurückkommen, indem du da eine Klarheit schaffst, wo soll das Ganze dann hingehen. Du wirst auch Gespräche darüber führen. Und diese Gespräche tun dir gut, ja, lass dich da wirklich ein auf diese Gespräche, die bringen dir wirklich die Energie wieder zurück und dann zeigt sich auch der Weg, wo soll es denn hingehen, ja. Kann auch hier mit deinem Herzensmann, mit deiner Herzensfrau zu tun haben, natürlich die Wohnsituation, hier geht es auch nochmal um Emotionen und um Ehrlichkeit und dann kann man einfach viel besser Entscheidungen treffen. Vielleicht geht es ja um ein Zusammenziehen generell oder auch um ein Auseinanderziehen, ja. Also guck mal, was da bei dir ansteht. All das möchte jetzt auch in Heilung gehen, dass eine Harmonie da wieder reinkommt für jeden Einzelnen. Generell ist hier Erfolg in der Liebe angesprochen. Ja, was vorher nicht so gut lief, geht jetzt wirklich hier. Ihr seht, es liegt im Haus des Herzens, ne? Da kommt eine Veränderung rein. Und vertrau auch darauf, dass sich jetzt nochmal Sachen zeigen werden, die dich in die richtige Richtung führen.
Es kann auch sein, dass sich Personen zeigen, die mit dir reden wollen, die dir auch Hinweise geben für Dinge, die jetzt noch nicht sichtbar waren, die jetzt aber sichtbar werden. Also du kommst hier vielleicht auch an Informationen, die dir eine Entscheidung abnehmen, die dir helfen, einfach eine Situation vielleicht auch zu verlassen oder auch eine Situation zu beginnen. Also guck mal wirklich, was da bei dir dran ist. Und in welchem Bereich das für dich ist. Ne? Hier ist wirklich die positive Veränderung auch nochmal in den Emotionen angezeigt. Und du schaust hier auch nochmal in eine Freundschaft rein. Hier kann es auch sein, dass sich eine Frau aus deiner Vergangenheit nochmal meldet, schriftlich. Ja, das kann WhatsApp sein, das kann E-Mail sein, also auf schriftliche Art und Weise meldet, wo es nochmal um eine Freundschaft ging, die vielleicht vor Jahren auseinandergegangen ist und da nochmal Redebedarf ist. Ja. Und da darfst du auch drauf zugehen, da darfst du wirklich auch nochmal die Kommunikation suchen, die für dich selber auch nochmal eine emotionale Heilung darstellt. Vielleicht war das auch eine Situation, die dich sehr belastet hat, warum diese Freundschaft auseinandergegangen ist. Vielleicht gab es da keine Möglichkeit zu sprechen. Das kann sein, dass sich das jetzt ergibt und lass dich da auch auf ein Gespräch ein, weil es für dich hier auch eine Heilung anzeigt. Und nochmal Blockaden im emotionalen Bereich auflösen wird. Ob diese Freundschaft dann bestehen bleibt oder nochmal wieder in Gang kommt, liegt wie auf dem anderen Blatt. Aber es geht einfach darum, diese zwei Seiten erstmal zu heilen. Ja, auf deiner Seite und auch auf der anderen Seite. Und danach muss man eben gucken. Ja, es kann sein, dass du nicht mehr den Mut hast dazu. Aber darum geht es auch nicht. Es geht wirklich darum, diese Emotionen zu heilen. Und wichtig ist, dass du dir dann nochmal das anguckst, was da eben wehgetan hat, was da wirklich los war. Das bringt nochmal wieder eine Heilung für euch beide rein. Und was auch euch immer noch interessiert, ist natürlich der finanzielle Bereich. Da sind einige immer am Struggeln. Hier liegt das auch noch so. Ne? Da sind Blockaden. Im Moment ist es schwierig mit finanziellen Themen. Gespräche liegen hier auch eventuell mit der Bank. Wenn du da was hast, kommt hier auch ein Gespräch auf dich zu, was vielleicht immer wieder abgesagt wurde. Kommt jetzt auch zustande und du siehst, es liegt im Haus der Lilien. Ja, da kommt eine Harmonie auch wieder rein. Es werden sich Wege finden, die vielleicht vorher nicht sichtbar waren. Auch über wieder ein Gespräch, ja, mit jemandem. Hier liegt auch der Bär, ne, könnte ein Anwalt sein, könnte ein Bankberater sein. Und dann wird aber auch, werden Wege aufgezeigt, die auch daraus führen. Also auch da lass dich nicht unterkriegen, selbst wenn es schwierig ist. Es werden jetzt Lösungen sichtbar und du kommst da auch wieder auf deine Art und Weise wieder in eine Balance, die dich wieder nach vorne bringt. Also das ist auch nochmal ganz wichtig hier zu sagen, auch im finanziellen Bereich tun sich da einige Dinge, die dich nach vorne bringen werden. Ja, und ich würde sagen, wir starten jetzt mit der Energiearbeit. Meine Stimme fängt schon wieder an, ein bisschen schlapp zu machen. Und du darfst jetzt einfach deinen Wunsch, deinen absoluten Herzenswunsch, den du gerade hast, egal in welchem Lebensbereich das jetzt ist, in deinen Kopf holen, ja. Und wir werden energetisch arbeiten und ich nehme dazu die drei Booster-Pyramiden und wir werden das erstmal reinigen und dann auffüllen und dann machen wir noch einen Schutz drum, damit sich dieser Wunsch für dich auch schneller erfüllen kann. Und das sind auch die Pyramiden, in denen ich immer arbeite, in dem Energiekreis. Und da kannst du natürlich auch noch mehrere Wünsche angeben. Und ich freue mich, wenn du natürlich auch zum Neumond Wish Circle dazu kommst. Und hier werden wir erstmal einen einzigen Wunsch jetzt für dich bearbeiten. Und dazu kannst du dich entspannen, lehn dich zurück und schließ deine Augen. Leg deine linke Hand auf dein Herzchakra. Und ich beginne jetzt mit der silbernen Pyramide und wir reinigen erstmal all das, was dich jetzt daran hindert, diesen Wunsch zu erreichen. Ja, und da werden auch manchmal Blockaden gelöst. Es kann auch sein, dass es sich ein bisschen kühl anfühlt. Manchmal fühlt sich das auch an wie so ein kühler Windhauch um dich herum. Und lass einfach die Energien fließen. Wenn du mitmachen willst, sag einfach innerlich ja. Und dann fließt die Energie zu dir. Und dann machen wir weiter mit dem goldenen Licht.
Und da fließt jetzt alles zu dir, was du brauchst, um diesen Wunsch, um dieses Ziel zu erreichen. Und es fühlt sich meistens sehr warm an, es ist eine sehr intensive Energie. Kann sein, dass du wirklich diese Wärme über deine linke Hand spürst. Oder auch über dein Kronenchakra fließen die Energien zu dir. Und dann nehmen wir noch die schwarze Pyramide für den Schutz. Ja, dass alle äußeren Einflüsse entfernt werden, die dich daran hindern, dieses Ziel zu erreichen. Ja, das können auch Energieräuber sein, Situationen, die dich daran hindern. Und dann darfst du deinen Wunsch dir vorstellen, als ob dein Wunsch ein Luftballon wäre, ja, vielleicht in Herzform, weil es ein Herzenswunsch ist, ein rosafarbener oder pinkfarbener Luftballon. Stell dir das mal vor, vielleicht hat er auch eine andere Farbe. Und du darfst jetzt diesen Luftballon, der vielleicht mit Helium gefüllt ist, an das Universum übergeben und übergib ihn jetzt mit deiner linken Hand ganz vertrauensvoll an die Engel. Und spüre, wie du loslässt immer mehr und im Vertrauen bist, dass sich dein Wunsch erfüllt. Und dann schenk dir hier nochmal ein Lächeln und öffne wieder deine Augen. Einen tiefen Atemzug. Ja, und freue dich auf die kommende Zeit. Ja, und ich freue mich, dass du hier dabei warst und mitgemacht hast. Teil das Video gerne mit deinen Freunden, ja. Und like es, wenn es dir gefallen hat. Abonniere den Kanal. Wenn du es noch nicht getan hast, freue ich mich auch sehr. Und wenn du meinen Yoga-Kanal noch nicht kennst, dann abonniere den auch noch sehr gerne. Freue ich mich über jeden, der noch dazukommt, sich ein bisschen körperlich betätigen möchte. Natürlich immer in Verbindung mit Energiearbeit bei mir. Und da kommt jeden Sonntag ein Video mit Yoga. Und da gibt es auch eine kleine Wochenvorschau in dem Video für die kommende Woche. Ja, ich wünsche dir eine super schöne Zeit und bis ganz bald. Mua. Ciao.